heißt eigentlich Give Me a Sign? Gib mir ein Zeichen. Sag das doch mal auf Vietnamesisch. Nein, ich will nicht. Bitte. Nein. Ich will das aber mal auf Vietnamesisch hören. Du bist doof. Lass mich. Toll, wie man die Sterne heute sehen kann. Ey, mach mal auf! Der Himmel ist heute gut, mal ohne Wolken. Was willst du? Ah, Wahnsinn! Ich hab was Irres entdeckt. Ein Wahnsinnsobjekt. Das leuchtet und kommt näher. Zeig mal. Ey, lass! Das sieht aus wie ein unbekanntes Flugobjekt. Ein UFO. Sehr witzig. Warum denn nicht? Das wäre ja toll. Ja, dann guck doch selber. Die darf ich zuerst gucken. Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist das komische Ding denn? Oh nein! Wie, du hast die Einstellung verändert. Da ist es doch, du Blindfisch. Lass mich mal. Oh, wie eine Sternschnuppe. Und jetzt ist sie weg. So ein Mist! Aber ich muss rausfinden, was das war. Und ich hab's nicht gesehen. Sommerland, Gut Eistertal. Hallo? Was? Wen wollen Sie sprechen? Hallo? Hallo. Ja, ich verstehe nichts. Sie müssen deutlicher sprechen. Ich verstehe kein Wort. Hello? Whom do you want to speak? Aufgeregt. Das war komisch. Das klang wie Vietnamesisch. Ja, wie Vietnamesisch. Ich habe nur deutschen Kneipennamen gehört. Das ist eine Unverschämtheit. Mitten in der Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht, Uwe. Ich bin ganz sicher. Das war vietnamesisch. Klar. Kiki, was ist denn los mit dir? Ich will nicht wieder zurück. Das hast du falsch verstanden. Hab ich nicht. Du gehörst doch zu uns. Versprochen? Ja, versprochen. Ist in Ordnung so? Ja, noch ein Stück. Noch ein ganz kleines. Besser? Ja, so ist gut. Jetzt kannst du frühstücken kommen. Kiki, kommst du mit zu Dina? Gleich. Hey Niklas, komm her. Ich habe alles notiert und so sah das Objekt aus. Zeig mal. Guck mal, das ist von Einstein. Danke, Mama. Zeig doch mal. Und was meinst du, könnte das sein? Keine Ahnung. Eine Scheibe, die sich schnell bewegt, leuchtet und dann wieder verschwindet. Sag doch gleich, es war ein UFO. Keine Ahnung, ich werde so rausfinden, was das war. Frag doch mal Jan. Ha, ich muss gleich weiter, die Anlage beim Fest aufbauen. Timo, nun trinkt er wenigstens einen Tee. Keine Zeit. Ja, frag doch mal Jan. Der hat einen Studienfreund, der arbeitet jetzt im Planetarium. Vielleicht kann der dir helfen. Ja, klasse. Ich rufe ihn gleich mal an. Bin ich ansteckend oder was? Also, wenn mich nachts einer aus dem Tiefschlaf reißt, kann ich morgens nicht arbeiten. Aber frühstücken, oder? Danke. Wie merkwürdig war das schon. Was will dieser Mann von uns? Oh, Kiki. Du siehst da wirklich ganz müde aus, mein Schatz. Kiki, was ist denn los? Weißt du, was sie hat? Keine Ahnung. Mama, was ist denn da draußen im Hofladen los? Also ich kann heute nicht einspringen. Ich geh mal nachgucken. Gut, dann frühstücke ich immer alleine. Das ist unsere Chance. Ich rede nachher mit Uwe. Kiki, was ist denn? Lass mich. Entschuldigt, Leute, ich glaube, irgendwas ist hier mächtig schiefgelaufen. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Ist Babsi immer noch nicht da? Nein, also ich habe sie noch nicht gesehen. Also, ich werde mich drum kümmern. In einer Minute ist jemand da. Ja, ist in Ordnung. Sollen wir einspringen? Ich kann gut rechnen.
Ja, ich weiß, aber ich sag lieber Malte Bescheid, ja. Die kriegst du doch jetzt bestimmt nicht aus dem Bett. Das glaube ich nicht. Ja. Malte! Ja? Du musst sofort im Hofladen aushelfen. Mhm. Ich komme gleich. Ami. Dann ich für meine süße Kiki für dich. Danke, Ami. Ja, du bist es auch, ne? Sag mal, was hast du vor? Das ist doch zum Ausgeben bestimmt. Nicht zum Sparen. Stimmt, ja. Ja. Wenn man auf ein Fest geht, muss man doch ein bisschen in der Tasche haben. Sonst macht das doch gar keinen richtigen Spaß. Die ist echt süß. Wo hast du die eigentlich her? Die habe ich von meinem ersten gesparten Geld gekauft. In St. Peter-Ording. Aber jetzt muss ich aufs Klo. Ich, Tante Carla. Kiki hat fast genauso viele Familienfotos wie du. Man möchte die Menschen, die einem wichtig sind, immer ganz gern bei sich haben. Für mich hängen auch an jedem Bild tolle Erinnerungen. Und Kiki hat kein Bild von ihren Eltern? Nee, leider nicht. Tja, die arme deren. Das ist damals alles mit ihnen verbrannt. Du Armi. Ja, Merle. Und Kiki hat wirklich gar keine Verwandten mehr? Keine. Sonst hätte Carla sie ja nicht adoptieren können. Und darum ist es doch jetzt gut, wenn sie so eine liebe Freundin gefunden hat. Nicht? Hey, wieso geht denn da keiner ran? Doch, du. Mensch, Armi, Mama wartet. Die wollte zum Kunden, die fährt sonst ohne mich. Bitte? Ja, Tobias Sommerland? Was? Ich verstehe kein Wort. I don't understand. Wen? And you will come to see her? Da will jemand mit Kim Wie sprechen. Kiki? Wieso? Ja, hallo, wer ist da? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Wirklich, da war einer. Der hat Englisch gesprochen und wollte kommen und Kim Wie sehen. Besuch für Kiki von früher? Keine Ahnung. Wann will er denn kommen? Hat er nicht gesagt. Das war aber bestimmt der, der heute Nacht auch angerufen hat. Heute Nacht? Ja, erzähle ich dir später. Aber psst, kein Wort zu Kiki. Halt ihn schön fest. Wo ist denn Dixie? Im Stall bei Dina. Hey, Kiki. Kiki, hast du Lust, mit ins Planetarium zu kommen? Du brauchst wohl einen Zeugen. Halt du dich da raus. Ehrlich? Ich darf mitkommen? Ich hol noch schnell meinen Rucksack. Ich nehme deine Jacke mit. Mach mal Platz hier. Tobias! Du kannst dich doch jetzt nicht einfach verdrücken! Ja, ich habe eine Verabredung mit einem Wissenschaftler. Ich hätte auch was anderes machen können. Hat sich Babsi denn noch nicht gemeldet? Nee, die telefonieren die ganze Zeit rum. So was hat sie noch nie gemacht. Dann können wir doch jetzt helfen. Ja, wir lösen euch ab. Ich manage das schon. Dann kann ich ja gehen. Tobias! Ich hab keine Zeit. Ich mach die Kasse. Ausgerechnet du. Das muss ich sehen. Ich kann besser rechnen als du. Das ist lieb von euch. Dankeschön. Aber Malte kommt gleich wieder. Frag lieber später nochmal. Alles versaut. Blöd, Mann. Ich möchte wissen, wer das heute Nacht gewesen sein könnte. Ja, was war denn letzte Nacht? Ja, stell dir mal vor, mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Eine Männerstimme. Klang vietnamesisch. Und nun mache ich mir die ganze Zeit Sorgen, dass es um Kim Wie geht. Ob es wohl richtig war, nie über ihre Vergangenheit zu sprechen. Ja, natürlich. Du siehst doch, was für ein fröhliches Kind sie geworden ist. Und eines Tages wird sie schon von selber darüber reden wollen. So, jetzt viel Spaß, ne? Und seid pünktlich. Ja, tschüss. Tschüss. Bitte. Ja, danke. Und kommt dann gleich zurück. Tschüss, Lisa. Tschüss, Frau Berger. Tschüss. Tschüss. Immer dasselbe mit Malte. Der weiß ganz genau, dass er uns jetzt ablösen muss. Ja, heute lasse ich mir das auf keinen Fall gefallen. Hallo? Hallo. Was kann ich für euch tun? Ein Glas Honig, bitte. Ein Rapshonig. Hexe, holst du mal den Honig? Ich kassiere. Wie viel kostet das? 7 Mark, bitte. 3 Mark zurück. Dankeschön. Danke. Tschüss. 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 Wann ist Babsi denn endlich wieder da? Keine Ahnung. Danke. Tschüss. Dankeschön.
Ey, Lisa, er kommt. Du wolltest uns schon vor einer halben Stunde ablösen. Ich war die ganze Nacht auf der Suche nach hübschen Mädchen. Ich bin total fertig. Du lässt ja auch immer was Neues einfallen. Letzte Woche hattest du Disco-Fieber und davor Ohrensausen. Wochenende soll der Mensch auch ruhen. Auf dem Bauernhof gibt es kein Wochenende. Mensch, Malte, das ist ein Notfall. Da muss jeder mit ran. Wir können mich doch jetzt hier nicht stehen lassen. Doch, können wir. Und doch, wir können. Und wir machen um 14 Uhr Schluss. Hallo? Geschlossen. Hier, das ist die Sonne und das ist die Erde. 149 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Natürlich, mittlere Entfernung. Die Bahnen sind ja immer unterschiedlich. Also den hast du mir schon gezeigt. Das ist der Jupiter. Eine leuchtende Scheibe mit Monden, wie die Erde. Ja, genau. Er sieht aus wie eine Scheibe, weil er nicht von sich selber leuchtet. Wir sehen die Planeten ja sowieso nur aus dem reflektierten Licht der anderen Sterne. Sehr gut. Gut beobachtet, Tobias. Euer Objekt ist identifiziert und damit leider kein UFO mehr. Ich habe in der Sternwarte in Bergedorf nachgefragt. Gestern Abend hatten wir Besuch aus der Vergangenheit. Ein Forschungssatellit ist nach 12-jähriger Mission wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Und wisst ihr, wann das war? Exakt um 21.45 Uhr. Dann ist er ja so spät abends da oben noch von der Sonne beleuchtet worden. Und Kiki hat gesehen, wie er in der Atmosphäre verglüht ist. Ja, um die Gegenwart zu verstehen, muss man sich manchmal mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Mit der Vergangenheit? Hm. Unsere Oma sagt immer, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da und jetzt soll man leben. Das ist aber eine kluge Frau, eure Oma. Und immer schön mit dem Wechselgeld aufpassen. Immer zweimal nachrechnen. Verstanden? Logo. Und die Zitronen sind Stückpreise, nicht, dass ihr ein Kilo dafür verkauft. Logo? Alles klar. Und nicht vor zwei Schluss machen und gut abschließen. Alles klar? Klar. So, ihr beiden. Jetzt aber auf zum Fest. Geht's jetzt endlich los? Ja. Tut mir leid, Malte. Aber das nächste Mal ganz bestimmt. Wir wollten Malte ablösen. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich denke, es ist ein Notfall, da muss jeder mit ran. Ja, vor allem jeder, der hier in Lohn und Brot ist, so wie du. Ich muss noch Dolly wegbringen. Dolly, was hast du gemacht? Ja? Oh, fuck. Bitte? Das ist ein Buddha aus Thailand. Ja, richtig. Kommst du aus Thailand? Ja, aus einem Flüchtlingslager. Ihre Eltern sind dort ums Leben gekommen. Das tut mir leid. Unsere Mutter reist auch viel. Am liebsten ganz weit weg. Euer Vater nicht? Der ist schon lange tot. Und Frau Winkler, haben Sie sich jetzt entschieden? Koche ich jetzt Blumenkohl, Bohnen oder nur Salat? Das brauchen Sie mich doch nicht zu fragen. Falsch geknöpft. Und? Ich überleg's mir noch mal. Ja, machen Sie mal. Jetzt verkaufe ich meinen ersten China-Kohl. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? I don't want to buy. I look for Kim Yi? Kiwi meinen Sie? Habe ich leider nicht da, aber der China-Kohl ist im Angebot. No. I'm looking for a girl. Kim Yi, I'm from Bangkok. A girl from Bangkok? Junge, da bist du hier total falsch. Wait. Sommerland. Mrs. Sommerland. Ah, Mrs. Sommerland. Ja, die ist gerade in die Stadt gefahren. Müsste aber bald wiederkommen. Warten Sie mal hier, ich kümmere mich gleich um Sie. Und Frau Winkler, haben wir uns jetzt entschieden? Ich nehme den China-Kohl. Kein Problem. Wissen Sie was, Frau Winkler? Ich gebe Ihnen auf den China-Kohl 50% Rabatt. Akzeptiert. Schau mal, mit diesem tollen Projektor hier können wir den ganzen Sternenhimmel auf die Kuppel projizieren. Und zwar alle Sterne, die man mit bloßem Auge sehen kann. Und ich habe gedacht, die Kuppel geht auf und man kann in den Himmel sehen. Das ist ein Planetarium und kein Observatorium. Na, ich würde sagen, ein Sternenkino. Wir können damit alle Bewegungen der Planeten und von der Sonne wie in der Natur nachmachen. Und zwar schneller als in Wirklichkeit. Tobias, hatten wir um 13:30 nicht eine Verabredung? Entschuldigung, ich habe vergessen, dass die Zeit so schnell umgeht. Das ist Dr. Wohlfeld.
Er zeigt uns ja alles, Mama. Entschuldigung, wir wollen nämlich noch auf ein Fest. Carla Sommerland. Wohlfeld. Guten Tag. Ja, Sie haben wirklich faszinierende Kinder. Experten für Astronomie und für ferne Länder. Beneidenswert. Das ist toll hier, Mama. Ja, ich glaube, hier gibt es wirklich etwas zu entdecken. Vielleicht gibt es ja auch für uns beide etwas zu entdecken. Oh, Entschuldigung. Ja, hallo? Malte? Ist was passiert? Was? Ein Chinese? Du meinst einen Asiaten? Also ich verstehe überhaupt nichts. Ja, pass auf, wir fahren sofort los. Oh, das tut mir leid. Ach Gott, ich bin irgendwie umgeknickt. Das ist aber auch blöd von mir. Der Knöchel schwillt schon an. Tut es dir weh? Es geht schon wieder. Wir müssen schnellstens los. Warum? Wir haben Besuch. Ich habe Malte nicht richtig verstanden. Besuch? Von wem haben wir Besuch? Ein Asiate. Was will der? Das weiß ich auch nicht, Kiki. Ich habe Malte gesagt, dass wir gleich kommen. Sie können doch so nicht selbst fahren. Ich bitte Sie, das ist unverantwortlich. Soll ich ein Taxi für Sie? Wisst ihr was? Ich fahre euch, wohin ihr wollt. Hey, Meister! Aufstehen! Kumpel, aufstehen! Mrs. Sommerland? Ja, ja. Mann, ich hab mich schon gefragt, wo du steckst. Aber naja, du wirst eine lange Nacht hinter dir haben. Mrs. Sommerland an, Kimgi? Ja, um Kimmo und Korn geht's jetzt. Ein paar Rosen schießen und ein paar Halbe zischen. Und Miss Sommerland werden wir auf jeden Fall auch da treffen. Ist was mit deinem Fuß? Ach, nur ein bisschen verknackst. Und wer war der nette Mann, der dich gebracht hat? Das war Dr. Wohlfeld, mein Retter in der Not. Aber das erzähle ich dir alles später. Malte hat mich angerufen, dass Besuch da wäre. Malte mit Besuch? Habe ich nicht gesehen. Ich suche ihn mal. Ich glaube, er ist beim Schießstand. Kommst du mit, Kiki? Ist denn der Besuch von Kiki tatsächlich gekommen? Komm, willst du? Das klingt ja richtig professionell. Ich mag das Lied, das ist so einfühlsam. War der Chinaman schon bei euch? Malte, was ist los? Na, die Kung-Fu-Type, wegen der ich angerufen habe. Der sucht Kim, was weiß ich, und Miss Sommerland. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Ich habe ihm am Eingang abgesetzt. Oh, ich muss sofort zu Kiki. Braucht der ein Kindermädchen oder was? Ich möchte das HSV-Herz. Bitte schön. Danke. Ich möchte so ein großes Lolli. Bitte schön. Danke. Und ich möchte bitte Oma als die Beste. Bitte schön. Dankeschön. Wie viel kostet das zusammen? 89, bitte. So, bitte, deine 20 Pfennig.
Ciao, Kimji. Hey, was wollen Sie von meiner Schwester? Ach. Kiki, sieh doch mal, wer das ist. Sieh doch mal genau hin, du kennst diesen Mann. Doch. Denk doch mal an deine Freundin im Flüchtlingslager. Sun Letin. Sun Letin. Herr Sun? Ja, richtig, Kiki. Das ist Letiens Vater, Herr Sun. Ami, guck mal, das habe ich für uns gekauft. Was? Omi ist die Beste. Ami, sieh nur, das ist Herr Sun. Setzen Sie sich. Wir haben uns damals im Flüchtlingslager kennengelernt. Aha. Kiki war damals mit seiner Tochter befreundet. Er hat ihr nach dem furchtbaren Unglück sehr geholfen. I'm so happy. Thank you very much for coming. Freust du dich auch, Kiki? Komisch. An Herrn Sun habe ich mich gar nicht erinnert. Sollst mal sehen. Am Ende bleiben die guten Erinnerungen. Bitte? Dankeschön. Malte! 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 Los, mitkommen! Wir wollen nach Hause. Moment! Kann ich zahlen, bitte? Jetzt komm endlich. Komm. Danke fürs Halten. Ah ja, gib mir noch mal. Sieht gut aus. Wer hat ihn gemacht? Mama und ich. Toll. Du Stoff? Ja, halt voll. Und schmeckt auch gut. Danke. Gut, das sind dann Lücke hier. Apfelsaft. Apfelsaft. Was heißt das auf Vietnamesisch? Nückdau. Mhm. Ach, dann gib mir auch mal ein bisschen von dem Nückdau. Ich will auch mal so Nückdau. Krieg ich auch noch Nückdau? Aber nur halb. Dankeschön. Die ist ja genauso wie meine, die ich damals hatte. Sie gehört Le Chen. Deswegen, danke, Kimchi. Le Chen ist meine Freundin. Sein Schiff liegt nur für 2 Tage in Hamburg. Toll. Ich bin so froh, dass Sie vorbeikommen konnten. Sau khi rời khỏi cả chị nàng, trước tìm được việc làm ở trên tàu. Er sagt, er hat das Flüchtlingslager überstanden und ist Seemann geworden. Das ist Herrn Sons Familie. Das ist Le Chen, meine Freundin. Das ist ihre Mutter. Und das ist Ivy, die damals noch ein Baby war. Darf ich es mal haben? Ja. I have to be back on board at 5 o'clock. Was? Er muss um 5 schon an Bord sein. Oh. Oje, das wird ziemlich knapp. Malte soll ihn dann fahren. Was ist nun mit den Würstchen? So. Ah. Danke. Bitte. Darf ich mal? Kiki. Guten Appetit. Dann esse ich seine auch noch. And I hope we will meet you again very soon. Me too. Kimmy serviert Mokata, Wagel, Mokahin. Ja, Letien. Was hast du ihm gesagt? Ich schreibe einen Brief und schicke ihr ein Foto von meiner neuen Familie. Oh, das hast du aber schön gesagt, Kiki. Opa, ja, Letien. Cảm ơn. Kim Vi hân hạnh và Việt thăm cô chú. Chúc cho Duy mạnh giỏi. Cảm ơn và chào tạm biệt Kim Vi. Was hast du gesagt? So, jetzt muss der Sohn aber wirklich los. Was hast du ihm gesagt? Ist doch ganz einfach. Vielen Dank, viele Grüße, gute Reise. Alles wird gut. Stimmt das, was Malte gesagt hat? Ja, so ungefähr. Wahnsinn.